Moin moin liebe Leute und willkommen in Anno 2205. Ja, es soll das Nachfolgeprojekt unserer Anno 1404 Staffel werden. Und wie man sehen kann, war ich hier auch schon ein bisschen gelangweilt. Zusätzlich habe ich auch auf dem Hauptkanal bereits 4 Staffeln abgedreht. Wobei eine davon nicht richtig beendet, weil mir zwischendrin langweilig wurde. Aber gut, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. I'm glad you accepted my invitation. Samantha Beaumont, Global Union Supervisor of the Lunar Licensing Program. We have a lot to discuss. But first, I'd like to introduce you to your artificial data amalgamating messenger. Thank you for participating in the Lunar Licensing Program. The program stipulates that your corporation set up operative spaceports to act as bases for a new wave of lunar colonization. You will further assist Global Union in the development of a fusion energy reactor to avert Earth's impending energy crisis. Officially, only megacorporations are allowed in the program, but I personally took a stand for you. You just have to sign in with your corporation name. So, jetzt kann man natürlich nachfragen, warum sie für uns eine Ausnahme gemacht hat und wir als Nicht-Mega-Corporation an dem Lunar Licensing-Programm mitmachen dürfen. Das sind alles so kleine Dinge, die werden von der Story nicht beantwortet. Aber wir sind ja schließlich hier, um etwas aufzubauen, deswegen werden wir uns darauf konzentrieren. Ich habe nicht vor, die ganze Zeit wegen der Story rumzumeckern, weil das wird viel werden. Ne? Ich möchte tatsächlich diese Staffel genießen. An einigen Stellen werde ich vielleicht am Gameplay ein bisschen kritteln. Ansonsten, ja. Wie nennen wir das Ganze? Ich würde sagen, mein Online-Name ist ja nicht umsonst der Kebab-Lord. Deswegen ist das die Kebab Corp. Thanks, but I need to see your corporate logo as well for identification purposes. Naja, natürlich. Okay, wie wollen wir das denn am blödesten jetzt machen? So eine Karotte wäre zwar lustig, aber wir wollen ja auch ernst genommen werden. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, nehmen wir mal das alte Global Trust Logo. Was gibt's eigentlich hier? Ach, wir brauchen dafür mehr Achievement-Punkte. Naja, das kriegen wir eines Tages auch noch hin, ne? Wir haben ja bereits einige Achievements zusammen. My superiors at the Global Union had reservations about you, but I've convinced them. They even decided to allocate you high-grade territory for new corporate headquarters. Choose a sector. So, und das ist jetzt hier die große Frage, welchen Sektor werden wir nehmen? Weil wir haben hier natürlich die einfacheren, wie Whitewater Bay und Walbrook Basin, die uns relativ viel Baufläche geben. Warum ist Viridian Coves auf mittlerem Schwierigkeitsgrad eingestellt? Weil das ist eigentlich mit die geilste Bauregion von den ursprünglichen aus dem Basisspiel. Na gut. Ja, und ganz am Ende haben wir halt die Madrigal Islands und das Green Tide Archipelago. Die halt am ehesten an das antike Anno-Flair anknüpfen. Aber die sind halt tatsächlich relativ schwer, weil man sehr viele Ressourcen braucht, um ein neues Kontor zu bauen. Die Kosten erhöhen sich ja mit jeder Insel, die man besiedelt hat. Schauen wir doch einfach erstmal, was es hier so nebenher gibt. So, hier wissen wir also, okay, wir kriegen weniger Wasser, aber dafür mehr Energie. Hier kriegen wir komplett mehr Wasser. Mehr Wein, dafür brauchen Minen mehr Strom. Wow, billigere Sonnenblumen. Ha, so toll. Going through everything, yes? Alright, I won't rush you. Ja, ja, dann halt doch bitte die Klappe, wenn du mir keinen Druck machen willst. So, hier können wir mehr Kobalt produzieren, das ist für uns relativ wertlos. Und hier haben öffentliche Gebäude weniger Kosten, aber dafür ist alles von der Produktion her langsamer. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich die Madrigal Islands. Und dort haben wir auch das Sektorprojekt mit der verlassenen Raumhafen. Der bringt uns zwar nicht so viel. Oder nehmen wir doch besser Cape Ambar. Ja, weil da können wir gleich Graphen abgreifen. Das ist halt nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wir fangen auf Cape Ambar an. Wir nehmen mal so ein relativ kleines Gebiet. Almost there. We just have to negotiate the terms of your contract with Global Union. Funding conditions and the like.
Ja, so. Und jetzt heißt es natürlich, den Schwierigkeitsgrad festlegen. Ich persönlich bin tatsächlich ein großer Fan vom mittleren Schwierigkeitsgrad, weil die anderen sind ein bisschen stressig. Auf Expert ist für mich kein Problem, habe ich schon in der Vergangenheit häufig gespielt. Ist aber ein bisschen nervig wegen Wartezeiten, weil alles so scheiße teuer ist. Ja, hier äußert sich der Schwierigkeitsgrad fast nur darüber. Und Veteran, na, wer meine GameStar-Review zu Anno 2205 gelesen hat, der weiß, was ich davon halte. Weil das zerstört mehrere Spielsysteme. Also dieser Schwierigkeitsgrad ist nicht durchdacht. Da geht die Simulation dann an mehreren Stellen kaputt. Na gut, dann stellen wir es eben manuell ein. Mittlere Workforce, es werden mittlere Güter verbraucht. Ja, hier können wir auf Medium Impact gehen. Ja, zu viel Geld wollen wir auch nicht haben. Gehen wir also hier auf Mitte. So, und wenn es schon Notfallkredite gibt, dann sollen die relativ hart sein. Und wir wollen auch das pausierte Gebäude noch kosten. Ja, Sam, Fresse halten. Danke. So, Construction Refund setzen wir auf die Hälfte. Ja, man kann Gebäude umpositionieren, das kostet aber Geld. So, wir kriegen nur mittleren Logistik-Output. So, mittleres Startgeld. Na, für Handel bin ich eigentlich ein sehr großer Fan. Also, da bin ich der Meinung, das sollte man ruhig in Ordnung lassen. Katastrophen. Frequent habe ich mal gespielt. Das macht echt keinen Spaß mehr. Deswegen würde ich sagen, wir setzen uns mal auf regelmäßig. So, die Hidden Containers, die können wir entfernen. Die sind am Ende eh bloß im Weg. So. Questbelohnungen setzen wir auf Mittel. Man kriegt auch bloß mittelmäßige Quests. So, und für Quests hat man auch nur bedingt Zeit. Ja, Militärfortschritt auf Mittel. Setze auch die Gegner auf Normal. Share-Effekt setzen wir auf Moderat. Ansonsten sind wir später overpowered. Okay, damit landen wir doch beim schweren Schwierigkeitsgrad. Also ja, die Invasionen werden auch ein bisschen stärker sein. So, wir brauchen keine Tutorials. Wir brauchen auch nicht das Rechtsklick-Menü. Ich nutze so etwas nicht. So, und hier könnten wir jetzt tatsächlich unterschiedliche Industriemodi aktivieren für bessere Module. Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich. Die sind zwar teuer, aber effizienter. So. Mir gefällt es nicht, dass wir hier so knapp an dieser Ecke sind. Ist jetzt also die Frage, wie machen wir das jetzt am dürfsten? Ja, machen wir es jetzt einfach so. Ja, wow, wir liegen genau auf der Grenze. Ein verfickter Pixel! Nehmen wir halt den Notfallkredit raus. Genau, und dafür können wir besser handeln. Dann passt das alles. So, und ich denke, damit haben wir uns selber einen vernünftigen Schwierigkeitsgrad zusammengebastelt. Und wir können loslegen. Ja, Kebabkorb auf Cup am Bar. You are now entering phase one of the Lunar Licensing Program. The Global Union assigned you territory in Earth's temperate region to establish a spaceport and a base of operations. The construction of a space elevator to Global Union headquarters is also required. For further instructions, speak to your official contact person. Global Union wishes you success. A true island paradise, don't you think? The coastal area here is very rich in natural resources. I wonder if that's the reason why a member of the Big Five is planning for an underwater research project. But for now, that's secondary. The protocol demands that you establish a spaceport in this area. The spaceport building site off the coast is still unstaffed, but as soon as you've built the necessary housing, your construction team will be moving in. So, und damit haben wir jetzt auch die entsprechende Quest erstmal für eine kleine funktionierende Siedlung. Falls ihr euch bei der Kamera gewundert habt, ich habe sehr viele Hintergrundprozesse offen tatsächlich. Da im Vergleich zu Anno 1404 muss ich hier nicht jedes Mal den Rechner neu starten. Und da geht natürlich, wenn wir die Kamera so tilten, dann steigt natürlich die Sichtweite, meine ich. Und dann gehen die FPS schon mal auf 20 runter.
Deswegen, aber ansonsten, das sollte eigentlich nicht so oft passieren. Ja, da wollen wir jetzt anfangen erstmal mit dem eigentlichen Stadtaufbau. Das hier ist jetzt unsere kleine Startinsel. Hier können wir noch nicht so viel machen, platztechnisch. Was kriegen wir hin? Ach Gott, wo waren nochmal alle Menüs? Es ist ja hier alles so anders. So, legen wir erstmal hier eine grundlegende Verbindung an den Straßen. Ja, und ich weiß, Straßen sind teuer, bla 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 bla. So, theoretisch könnten wir jetzt auch einfach warten, dann haben wir mehr Geld drin. Ich finde es auch lustig. Credit Balance sagt plus 100 und hier steigt es immer nur pro, um 1 bis 2. Das liegt daran, dass hier der Wert vermutlich pro Minute angezeigt wird und hier aber sekündlich aktualisiert wird. Got work to do? We're on it. Oh. Gut, damit hätten wir jetzt hier schon mal ein paar grundlegende Einwohner. Die werden aber gleich rumjammern, weil ihnen das organische Essen ausgehen wird. Und das ist etwas, das wollen wir natürlich gleich beheben. Also werden wir hier mal noch eine weitere Straße aufmachen. Organic food is perceived as needless luxury by many megacorps. Good to see you share the union's perspective. So, und jetzt müssen wir uns natürlich auch um Baumaterialien kümmern. Wir haben ja nicht mehr viele davon. Great. Building material shortages shouldn't be an issue anymore. Genau. Aber mit 10 kommen wir nicht weiter. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja noch keine Module. Das müssen wir erst noch freischalten. Gut, dann müssen wir uns damit halt erstmal begnügen. Aber das ist alles kein Ding. Wir haben ja nebenher noch die Plus-Taste. Und der dynamische Tag-Nacht-Wechsel dürfte ja auch eine... dürfte ja auch aktiv sein. Genau. Ja, das ist doch alles wunderschön. Construction of new building types possible. So, damit hätten wir jetzt hier mehr Einwohner. Strom haben wir auch noch ein bisschen, was da ist, also alles kein Problem. Das heißt, wir können jetzt relativ bald in Richtung Wasserproduktion vorstoßen. So, und da merkt man auch, wie die Sonne schon langsam untergeht. Ich liebe diesen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Your construction crew is one of the first ready. Keep up the pace. Your competitors will try to catch up. Er hat zwar absolut... Ja, ja, komm schon, hier, tschüss. So, der Tag-Nacht-Wechsel, der hat zwar nichts gameplay-technisch für uns parat. Aber ich finde die dennoch einfach atmosphärisch unglaublich geil. So, und hier haben wir den Küstenbauslot tatsächlich ein bisschen verhunzt gehabt durch die Positionierung der Sonnenblumenfarm. You need this desalination plant. These days it's the only way to come by drinkable water. So, unsere kleine, wunderschöne Entsalzungsanlage, die in meinen Augen auch sehr cool aussieht. Yay, Corporation Level 2. Gut, das ist ja alles schön. Jetzt brauchen wir aber grob 200 Einwohner. Und dann können wir tatsächlich auch schon die größeren Wohngebäude freischalten. Auf die bin ich nämlich schon die ganze Zeit scharf, weil die kleinen, die benutzt man später einfach nicht mehr. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Strommangel, aber auch das kriegen wir behoben. Ja, ja, und jetzt kriegen wir einen Mitarbeitermangel, bla 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 bla, aber dafür kriegen wir mehr Baumaterialien und darauf kommt es doch an. So, und jetzt landen wir bei einem Punkt, der mich tatsächlich ein bisschen an Anno 2205 stört, den wir aber in Colony zum Beispiel schon behoben haben. Unser Wirtschaftssystem funktioniert nämlich sehr, sehr ähnlich. Und hier muss ich die ganze Zeit rumswitchen zwischen Baumenü und Statistikmenü. Ich kann nicht beides gleichzeitig offen haben. Und das führt dazu, dass ich, wie gesagt, immer hin und her schalten muss. Ich sehe hier, okay, ich produziere plus 5. Aber ich muss jetzt erst hier umschalten, um zu sehen, okay, ich bin mit 2 im Minus. Soll ich erst an diesem Punkt sehe, okay, hier ist der Ausgleich geschafft. So, bei uns wird man hingegen beides gleichzeitig offen haben können, beziehungsweise kann man schon jetzt, was diese Arbeit ein bisschen
angenehmer gestaltet. Construction of new building types possible. A broad range of information services. This will enable your employees to develop their interests as well as their skills. So, gut, wir haben jetzt natürlich mal wieder Strommangel. Auch das kriegen wir behoben. Ich habe hier übrigens keine festen Layouts, mit denen ich arbeite. Das ist auch so die Krux an Anno 2205. Ich habe hier nur bedingt Layouts für mich selber entwickeln können. Und offenbar gab es auch in der Community nicht so viele. Warning. Energy shortage. Adam kriegt nicht gleich ein Kind, ja? So, zack, 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 zack. Ich werde die ganze Nummer hier am Ende eh wieder abreißen. Und zwar zugunsten der großen Wohnhäuser später, aber bis wir diesen Punkt erreichen, brauche ich halt schlicht und ergreifend mehr Geld und mehr kleine Wohnhäuser. So, und wir sehen hier wieder, wir brauchen noch mehr organisches Essen und wir brauchen Wasser. So, und das ist etwas, was ich an Anno 2205 sehr, sehr geil finde. Wie wir es gerade merken, der Spielfluss, der ist unglaublich geil gemacht. Ja, im Vergleich zu anderen Aufbauspielen, man hat keine Wartezeiten, alles geht ineinander. Und ich mache mir gerade offen gesagt Sorgen, ob nicht vielleicht doch die Musik ein bisschen zu laut ist, weil genau dieser Soundtrack kam halt nicht, während ich den Soundtest gemacht habe und er ist halt relativ laut. Gut, hier erlauben wir jetzt der automatische Stufenaufstieg. All systems online. Can't wait to get started. Remarkable progress. You've assembled construction crews and ground personnel faster than I was expecting. You are more than ready for the first major hurdle. The program ja, kannst du mal sehen, wie geil ich bin. City with the Global Union Space Station via a space elevator. So far, only megacorps like the Big Five use such technology. But I'm sure you have the same potential. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Produktion von Baurobotern. Auf die bin ich ja schon die ganze Zeit scharf. So. Ja, wir merken halt schon, wir brauchen inzwischen sehr, sehr viel Strom. You've gathered the components needed for the elevator. Only the elevator cable requires special materials you can't produce, but I arranged for a delivery. Ja, und um diese Lieferung werden wir uns auch noch kümmern. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das eigentliche Umswitchen auf die richtigen Baumaßnahmen. Attention. Workforce too low to meet production requirements. So, hier arbeite ich natürlich mit einem klassischen Grid-System. Das hat sich für mich in der Vergangenheit einfach bewährt. Und Gott, ich liebe diese Grafik, auch mit der Beleuchtung. Und da Anno 1800 tatsächlich auf derselben Grafik-Engine fußen wird, wissen wir, es wird endgeil werden. Optisch. Ich meine, das, was wir hier gesehen haben, das war ja im Endeffekt nur ein Prototyp in derselben Engine. Das waren noch ganz viele Platzhalter-Grafiken. Das heißt, das Endresultat wird grafisch nochmal deutlich geiler aussehen. Da kommt einfach die Grafik-Hure in mir durch. Aber was soll ich sagen? So bin ich nun mal. So, und ich denke, jetzt können wir uns langsam all diese Angelegenheiten hier entledigen. Ja, ja, bla bla bla, wir haben nicht genügend Workforce. Ich heule jetzt mal groß rum. So,
So, ich denke mal, wir können an dieser Stelle auch mal mit Nick handeln. Wo ist denn der überhaupt? Hier ist er. My prices are so low, even I don't know how I do it. I know you'll find that very useful. So, und damit haben wir jetzt die Ressourcen, die wir brauchen. Gut, das sieht doch jetzt schon mal deutlich besser aus. Auf diesem Weg können wir endlich mal eine große Stadt anlegen. Das sah im Übrigen auch im Prototypen von Anno 1800 so aus, als könnte man die kleinen Häuser gar nicht erst bauen. Sondern nur die großen. Würde Sinn machen, weil die kleinen, die haben hier wirklich nur noch als Lückenfüller gedient. Wobei das natürlich super ist, wenn man sich Layouts zusammengebastelt hat. So, und hier haben wir unsere kleine, fortschrittliche Siedlung mit Wohnhäusern, in die wir nicht richtig reingucken können, tatsächlich. Beziehungsweise doch, sehen wir, hier ist ein Hohlraum. Und dahinter, sieht man, haben sie eine kleine Tapete angebracht, eine Textur, die uns Innenleben suggerieren soll. Gar nicht mal so blöd auf den schnellen Blick, sieht das natürlich sehr geil aus. Das haben wir auch hier oben. Ja, hat man bestimmt auch wieder Hohlraum? Ja, hat man. Das sehen wir hier. Und dahinter haben wir dann die eigentliche Wand, auf der das Innenleben in 2D vorhanden ist. Ja, dafür, dass man das Spiel meistens aus der Perspektive sieht, merkt man halt einfach, wie viele Details da eingearbeitet wurden. Ja, ich kann immer noch nicht zu 100% nachvollziehen, wo dieser Hass gegen 2205 herkommt. Klar, es ist nicht ein super Anno, weil es geht halt nur noch Aufbau, wenig Krieg, wenig drumherum, wenig Diplomatie, beziehungsweise Diplomatie sogar gar nicht. Aber der Aufbaupart, der flutscht doch wie eine Eins. Kann man sagen, was man will. So. Haben wir jetzt hier das. Und ja, uns geht jetzt das organische Essen aus. So, wie viel brauchen wir? 20. Und uns geht auch das Wasser aus. Gut, das ist ja alles nichts Weltbewegendes. Das kriegen wir ohne Probleme hin. Wir müssen am Anfang aufpassen, dass wir die Stadt nicht zu groß bauen, weil sonst gehen uns die Bauslots aus, vor allem solange wir keine Module haben. Hier werden wir ein neues Logistikzentrum brauchen. Dann geht es hier auch wieder um Strom. Ja, und hier können wir jetzt 4 neue gebrauchen. Aber wir machen mal 5. Ich bin immer ein Riesenfan davon. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. So, und jetzt können wir uns überlegen, wo kloppen wir denn am besten den Infodrome hin? So, wir könnten es natürlich hier machen. Da müssen wir allerdings auf das Placement aufpassen, damit wir uns nicht aus Versehen gegenseitig die ganzen Straßenverbindungen wegkloppen. So habe ich nämlich eigentlich immer bisher gebaut. Experimentieren wir doch einfach mal ein kleines bisschen. So, wenn wir sagen, das hier, wie viel Platz haben wir in dazwischen? Ja gut, die kriegen wir alles hin. Aber das ist ja jetzt wirklich gar kein Stress. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das so. Ich finde es auch lustig, dass Wohnhäuser hier schlicht und ergreifend keinen Strom verbrauchen. Warning. Energy scarcity. Wie unrealistisch, ja? Wenn ich mir meine Stromrechnung jeden Monat anschaue, dann kriege ich ja glatt schon ein bisschen Angst. Also für einen Ein-Personen-Haushalt ist es nämlich gar nicht mal so wenig. So, und hier können wir jetzt auch tatsächlich schon anfangen, mit Ornamenten zu arbeiten. Wir können hier Parkplätze zuweisen. Oh, cool. Stimmt, der Elilia, die habe ich ja irgendwann mal freigeschaltet. Weil wir arbeiten hier mit kleinen Parkanlagen, Blumenbeeten. Time to hold myself with some takeout.
So, nehmen wir hier erstmal die Parkplätze. So, und der Vorteil daran ist, wenn wir es so machen, wir können quasi endlos viele Infodromes in unser Layout reinkloppen. So, schauen wir also mal. Damit sollten wir eigentlich die ganze Stadt zum Aufsteigen bewegen können. So. Operators at your service. So, haben wir jetzt erstmal die Kleinen. Und die Großen rüsten wir auch mal ein kleines bisschen auf. New blueprints ready for implementation. On the whole, it's a decent workplace. So, die wollen jetzt natürlich zusätzliche Waren haben. In erster Linie wollen sie jetzt nämlich Vitamindrinks. Ja, wie können sie es wagen, gesund leben zu wollen? Wissen sie nicht, dass sie unter der Kontrolle eines totalen Nerds stehen, der natürlich klischeegemäß absolut keine Ahnung von gesunder Ernährung hat? Naja. Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities. So, hier habe ich ja mein typisches Layout. Das funktioniert zumindest in der Anfangsphase tatsächlich sehr, sehr gut. Ach ja, wir haben ja noch keine Module. A clever move seeing to your staff's good health. Benefits like that make you a more attractive employer. So, damit hätten wir zumindest das. Vitamindrinks werden wir zumindest ein paar produzieren. Immerhin haben wir geldtechnisch keine Sorgen, ne? So, die Vitamindrinks steigen. So, zack, lassen wir noch ein paar aufrüsten. So, und ich würde sagen, wir schließen das Ganze mit der ersten Kampfmission ab. Davon wird nämlich noch eine kommen. Nämlich in dem Moment, wo wir hier die Konstruktion starten. Energy shortage. Yeah, Rafferty here. Miss Bowman assigned me to ensure the transport safety. Approaching your sector, over. Code Red. We're under attack. Code Red. Damn it. The cargo. Protect the ship. People of Earth, this is the manifesto of the moon's independence. The Global Union waged war on us for generations with weapons like falsehood, negligence, and exploitation. And the LEC bowed its head in servile compliance. But not anymore. Set no foot on the land of our forefathers. We are the Orbital Watch. The moon is free. They attacked us out of nowhere, sunk all my ships, and took over the cargo. Now they're blockading the whole sector. No transports are gonna make it through anymore. All right, no time to study regulations. Meet Rafferty at the coordinates transmitted. Do whatever is necessary. This spot here is perfectly suited to support a bridge to the other side. One scratch. Just one scratch, and I'll just go. Ja, bringen wir einfach mal die Kampfmission schnell hinter uns. Schwierigkeitsgrad technisch haben wir es ja nicht zu hoch eingestellt. Und danach können wir dann auch endlich Module errichten. Darauf freue ich mich schon richtig. Da kann endlich meine Wirtschaft sich frei entfalten. Ja, auch das kriegen wir relativ schnell behoben. Das Wunderschöne ist, dass diese Missionen einfach unglaublich easy sind. Ja, gerade die erste, wo wir noch mit John Rafferty unterwegs sind. So, was gibt's hier eigentlich für Nebenquests? Okay, so, das ist jetzt eine Suchquest, die kann man ruhig nebenher ganz in Ruhe machen. Wir haben ja schließlich auch nur 10 Minuten Zeit für die Quests. Aber hier haben wir jetzt schon 4 Minen. 5.
Cassian is grateful. Ja, genau, Aiden. Du hast niemals mit mir zuvor geredet und alles Mögliche, du kennst mich nicht, aber gut. So, das kriegen wir dann hin. Was sagt die Quest hier oben? Ja, das sind alles Dinge, die machen wir noch. Gut. Hier habe ich jetzt natürlich fast ein Schiff verloren. Aber John repariert es ja für uns. Ach, was für... So ein guter Mensch. Weapon systems online. Clear for action. So, und zack. So, das ist kein Problem. Copy that. Here you go. As good as new. Gut. Underway. Dann haben wir doch jetzt bereits ein Viertel der Map fertig. Das ist halt die erste Episode, einen kleinen Tick länger, aber das ist ja alles kein Problem. Roger. Just the one I wanted. Forgive. All delivered. Old Nick knew you'd take care of it. No one messes with you much, do they? Green to go. Also auch hier fahren wir schlussendlich einfach nur durch. Weapon systems online. Open fire. Battle stations. So, jetzt haben wir bald die halbe Map durch. Zwei Quests haben wir schon gemacht. Ja, da werden wir mit einem guten Startvorrat an Graphen und Iridium loslegen. Tja, da konnten wir wohl die Minen gegen den Feind verwenden. Das Einzige, was an dem Kampfsystem hier ein bisschen doof ist, ist, dass man halt das eigentlich farmen muss, um an seltene Ressourcen zu kommen. Weil die anderen Methoden, das zu kriegen, sagen wir jetzt über Handel und auch über die Sektorprojekte, die dauern einfach eine Ewigkeit. Das kann man über den Technologiebaum seit dem Orbit-DLC zwar ein bisschen abfedern. Aber dennoch bleibt, wird man damit schon so ein bisschen zum Kampf genötigt. Es hat so ein bisschen was Free-to-Play-mäßiges. Könnte man tatsächlich super monetarisieren, dass man sagt, okay, entweder du farmst das Ganze über Kampfmissionen oder du zahlst 5 Euro. Jetzt kann ich natürlich nur hoffen, dass Ubisoft das nicht hört, was ich hier sage. Wir wollen die ja nicht auf irgendwelche Ideen bringen, ne? Oh mein Gott, ein Hinterhalt. Den ich ja fast nicht mitbekommen hätte. Ich glaube, da wäre es tatsächlich cooler, wenn die eigene Crew etwas sagen würde, so, wo kommen die auf einmal her oder sonst was. Das würde A, die Atmosphäre erhöhen. Und B, würde es auch ein bisschen mehr das Gewicht auf den Hinterhalt tatsächlich legen. Was, da ist noch ein Eimer Graphen, das wir nicht eingesammelt haben. Das kann ich ja so nicht durchgehen lassen. So. Und hier holen wir jetzt mal die nächsten Sachen. Roger. Underway. Geil wäre es natürlich, wenn ich hier auch meine Schiffe individualisieren könnte. Ja, das ging ja bereits in Anno 2070, dass man das über Items lösen konnte, etc. So, und das wäre, glaube ich, hier auch noch geil gewesen, um einfach die Kämpfe zu verbessern. Ja, und wenn man dann sagt, die Spezialfähigkeiten hier, die muss man nicht einsammeln, sondern stattdessen sind das Items, die kann man produzieren in der Hauptstadt. Dann hätte es auch eine vernünftige Verbindung zwischen Kampf und Wirtschaft gegeben, was die Immersion noch mal weiter gesteigert hätte. Aber die Basis, auf der Anno 2205 fußt, die finde ich persönlich super. Aber mit ein bisschen mehr Feinschliff hätte man aus einem guten Spiel tatsächlich ein sehr gutes machen können. Ja, auch wenn ich Computergegner, die sitzen ja in all den Regionen. Ja, die muss ich ja erst kaufen. Aber
Warum kann ich sie nicht einfach besuchen? Ja, für die wird doch bereits ein Fortschritt irgendwie simuliert per Balken hier im Ranking. Und je nachdem, wie weit ihr Fortschritt ist, habe ich einfach wird mir eine andere Stadt angezeigt. So, und während ich bei denen zu Besuch bin, kann ich halt Quests für sie lösen. So ist auch die Bindung zwischen KI-Gegner und Spieler höher. Ja, so solche Geschichten. Ist halt vorwiegend Kleinscheiß. Na gut, schauen wir mal, wie es mit Anno 1800 wird. Clear for action. Roger. So, haben wir hier das. Full speed ahead. Ja, ich verstehe auch nicht, warum es keinen Multiplayer hat. Lass doch einfach mal einen anderen Spieler auch eine Region besiedeln. Können die Spieler untereinander handeln und so weiter. Ist doch alles kein Hit. Multi-Regionssysteme im Multiplayer hat doch auch mit SimCity funktioniert. Auch wenn da die Regionen kaum miteinander verknüpft waren. Hier wäre es halt gut. So kann man dann halt schön zusammenbauen. Oder auch Invasionen aufeinander starten. Sich gegenseitig sabotieren. So, da hätte man einen würdigen Multiplayer gehabt. Ohne großen Aufwand. So, und wie lösen wir das hier jetzt am besten? Na, am besten machen wir es gar nicht persönlich. So, und für den Rest holen wir uns mal ein paar Freunde rüber. Mit ein paar Trimaranen. Wer hätte es gedacht? Wir sind siegreich. So, da haben wir doch jetzt hier einiges geschafft. Können unser Schiff aufrüsten. I'm glad you came back unharmed. This attack gave everyone at the Union headquarters shock, but the program has to go on. Ja, ja, und das Programm wird auch ungestört weitergehen. It seems many moon colonies aligned with the orbital watch. It's all the more important your space elevator goes into operation. So, und wie man sieht, wir haben hier jetzt die entsprechenden Module, die ich ja von Anfang an wollte. Würde ich sagen, benutzen wir die doch einfach. So, 1, 2, 3, 4. I'm way too old for adventures like that. Gotta pass next time. So you better make sure you got a decent battle fleet. Stop by the dockyard if you want any ships built or revamped on that. Tja, wie gesagt, hier hätte man mit den Schiffen einfach mal deutlich mehr machen können. Da haben die Macher von Anno 2205 ein bisschen gepennt. Und dabei kräftig Potenzial verschenkt. Na gut, ist halt so. Das ist halt so etwas, ich wünschte, ich hätte an 2205 mitwirken können. Und vielleicht hätte ich auch ein, zwei Ideen durchgedrückt. Wie gesagt, die klingen für mich persönlich gut. Wer weiß, vielleicht hätten die mir auch ganz schnell den Zahn gezogen und hätten gesagt, das, was du da möchtest, das ist Bullshit und wird niemals richtig funktionieren. Dann hätte ich mich natürlich über die Begründung gefreut. Ne? Einfach so zwecks von Lerneffekt. So, hier haben wir jetzt eine leichte Überproduktion an Saft. New blueprints ready for implementation. So. Den werden wir hier oben nicht mehr brauchen. Was echt, wir hätten da doch noch das Logistikzentrum gebraucht. Na gut, dann haben wir da eben noch ein Logistikzentrum. So, nach dem Motto, Herrgott, warum müssen die immer so penibel sein? So, damit hätten wir jetzt hier auch mal eine sanfte Überproduktion.
Lass mich raten, wir haben schon wieder Energiemangel. Yay, haben wir. Aber auch das wird uns nicht vor Schwierigkeiten stellen. So, wir produzieren eindeutig zu viel Sonnenblumenöl. Sehr gut, sehr gut. So, und hier können wir uns jetzt mal noch ein Upgrade leisten. The Global Union authorizes the construction of your own orbital station. Ja, und das ist etwas, was wir später in Angriff nehmen werden, aber definitiv nicht jetzt, Adam. Is there something the matter at work? Okay, die Arbeitskraft ist erstmal gesunken, aber sie wird hier wieder steigen. Ja, das Arbeitskraftsystem ist auch nicht ganz ausgereift. Attention. Expansion of workforce recommended. Ja, ja, Adam. Kein Problem, das kriegen wir alles hin. Ja, das ist ganz ruhig, Brauner. Das kriegen wir alles hin. So, und zack, hätten wir jetzt hier die nächsten. Ja gut, jetzt brauchen wir natürlich wieder mehr Wasser. Auch das, wie gesagt, keinerlei Problem für uns. So, jetzt haben wir wieder ein kleines bisschen zu viel über. Und was mir jetzt zusagen würde, boah, ich liebe diese Steinbrüche. Da macht allein schon das Zugucken Spaß. Und das, obwohl hier einfach hinter einer schwarzen Plane die Container hervorkommen. Und hier das Ganze nicht richtig in den Berg einschließt. Also auch hier gibt es wieder Detailmacken. Oder hier einfach dieser gewaltige Schaufelradbagger. Ach ja. Wunderschöne Sachen. Aber gut, wir brauchen auch mehr Bauroboter. Also bin zumindest ich der Meinung. So, und ich denke, es ist dann auch die letzte Optimierung. Ja, die Produktion der nächsten Waren, wie jetzt zum Beispiel der Verjüngungskulturen. Ja, der Rejuvenator. Boah, ich hasse diese englische Aussprache. Dieses Wort werde ich wohl ewig auf Kriegsfuß sein. Das machen wir in der nächsten Episode. Da steigen wir auch zur nächsten Bevölkerungsstufe auf, besiedeln die Arktis und so weiter. So, und damit hätten wir jetzt hier auch eine große Foundry. Erinnert mich so ein bisschen an die Droidenanlage auf Geonosis in Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Ich finde ja sowas irgendwie cool. Ah ja, jetzt ist natürlich Zeit für Thumbnail. Ich muss jetzt erstmal schauen, Herr Gott, wo kann man denn nochmal das UI deaktivieren? Weil das wäre hier noch eine spannende Frage. Schauen wir doch einfach mal. Ja, Build Residence war auf H. Habe ich mir schon gedacht, dass ich da etwas falsch gemacht habe. So, schauen wir es hier mal ganz kurz nach. Show halt Infosymbol zwar L. Okay, das wissen wir jetzt. Ah, Ctrl G. Okay, ich wusste, es war was mit G. Gut, dann machen wir jetzt das. Ctrl G. So, da können wir jetzt hier ein wunderschönes Thumbnail machen. Und Screenshot. So, und damit sollte jetzt das erledigt sein. Ah, hier sehen wir Screenshot gesaved. Sehr schön. Haben wir damit also auch gleich die Bestätigung.
Und ja, das war jetzt eine äußerst lange Episode, so als Aufmacher. Die zukünftigen werden wieder kleiner sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und sie mich weiterhin auf der Reise von Anno 2205 begleitet. Ich denke, ich werde noch einiges zum Game Design zu sagen haben und ihr seid natürlich herzlichst eingeladen, mit mir in den Kommentaren zusammen zu diskutieren. Ja, über die Stärken und Schwächen des Spiels, was man hätte besser machen können, was die Hoffnungen für Anno 1800 sind. Ich bin für sowas natürlich immer zu haben. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Ganzen hier auch noch einen Daumen hoch da lasst, insofern ihr euch von mir unterhalten fühlt. Und ja, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, feel free to do so. Würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und damit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.